Become a legend. Become a Helldiver. Let's go! Der Name ist schon Killer. Ich hoffe, die Randoms sind jetzt besser. Ich hoffe auch, dass wir den Missionsstrang so fertig kriegen. Ist schon ein bisschen crazy. Das ist schon crazy, ey. Diesmal haben wir uns ein bisschen mehr überlegt. Oh. Was ist hier oben los? Also das Minen. Wieso sind hier ganz viele Gegner? Oh. What the? Geht es hier direkt so weiter? Oh, unsere Sachen sind jammed. Fuck. Jammed? No, no, no. Ich kann nichts runterholen. Ich will mir aber was runterholen. Kann man das immer noch schneller durchs... Ja. Was bist du? Er rennt einfach... Okay. Ich muss es einfach mal ausprobieren. Yo, wieso schießt ein... Ah, weil da ein Sample ist. Das habe ich natürlich gesehen, dass da ein Sample ist. Was du? Sehr geil. Runter, hoch, rechts, links, links, rechts. Okay, da ist noch eine Raketenwerfer, ne? Und rein da. Ich hoffe, mit der schweren Armor wird es jetzt besser. Mit den Explosionen und so. Ich hab zuerst gedacht, wir haben die Verteidigungsmission gestartet. Ich schicke da gleich meine Barrage rein schon. Jawohl. Die anderen haben auch ihren Laser gestartet, einer von ihnen. Ich bin zu nah dran. Oh ja, hier geht's. Jetzt ein, zwei Explosionen. Ich renn zu nah an denen rum, glaube ich. Ja. Der Tank ist down, oder wie? Ja. Wie? Na, denkt an, die haben einen richtigen Panzer noch. Ja, das da! Ich, ah! Oh, crazy! Den hab ich grad. Da ist noch einer. Da ist direkt noch einer hinten dran. Oh, meine Güte. Hast du den Ping, den Panzer? Ich kann's probieren. Es buggt. Ich kann nichts markieren. Okay. Oder zumindest sehe ich die Markierung nicht. Ich sehe sie auch nicht, alles gut. Ah ne, der war schon kaputt, deswegen. Der kann das mit dem Schild abwehren. Oh mein Gott. Zählt der Kobe? Nein. Jetzt. Ich hab den MG-Schützen aus dem Nest geholt. Jawohl. Okay, was können wir jetzt hier machen? Den müssen wir ja unten die Luft sprengen, oder wie? Ist hier ein Terminal? Hm. Collect the SSD. Und dann müssen wir das in irgendwo reinmachen. Activate Liberated Terminal. Okay. Mach ich mal. Nach rechts und dann oben? Ja, genau.
Okay, das sieht bis jetzt ganz okay aus. Was macht das? Da der wechselt die Farbe. Links kommt eine Truppe, links kommt eine Truppe. Die haben uns nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, das fliegt gleich in die Luft. Kennst du? Ja. Wir werden noch einen Raketenwerfer. Ich habe noch einen. Okay, den können wir auch aus dem Weg gehen. Wo ist der nächste Punkt? Der eine will den illegalen Podcast stoppen. Ja, das können wir auf dem Weg ja machen. Oh, no, no, no. Oh, fast in die Mine gejumpt. Bist du hin? Den zweiten weiter. Hör auf zu existieren, du Raketenwerfer, Heini! Oh, jetzt liegt eine scharfe Granate rum hier. Oh Mann! Trotz der schweren Rüstung. Aber die Runde läuft schon besser. Ich glaube, meine Waffe ist nicht so optimal. Oh, da fliegt ein Roboter in der Luft. Ja, das ist, glaube ich. Oh, wir könnten den Stratagem-Jammer kaputt machen. Der ist aber auf der anderen Seite. Oder wir stoppen den Illegal Broadcast. Beides ist auf dem Weg zu Dings. Beides auf dem Weg zum nächsten Objective. Hab den Dicken da unten. Sehr schön. Ja, dann weg hier, oder? Oh, sein Rücken ist nur explodiert. Er lebt sogar noch. Müsste der nicht jetzt gleich irgendwie hinüber sein? Ich glaube, das war. Oh, Granate. In ihre Geschütze haben unendlich Muni. Ah. Aber überhitzen. Okay. Na, Samples sind egal. Wir müssen hier einfach durch. Ich muss auch mal was treffen. Oh mein Gott, die Waffe. Alter, wie viel frisst der denn? Ja, dachte ich mir auch gerade bei dem Kleinen hier. Ist der unsterblich? Da kommt eine Heavy Patrol! Ich habe mich ja noch nicht gesehen. Ich habe einfach einen unverwundbaren kleinen Roboter vor mir gehabt. Ja, du hast denselben da. Ja, ignorieren einfach, er kann nichts mehr. Wo soll ich dich holen? Egal. Oh, da vorne ist ein Panzer. Oh. Der war rechts von dir. Na, versuch ihn reinzuspampen. Ach, das da. Lol. Also, ich habe einen Anti-Tank hab ich getroffen gegen ihn. Ah, da muss man drauf. Ja, der hat hinten am Turm was. Ah, der ist richtig. Kacke, wenn man einfach um ihn rumläuft. Ah, der hält ja aus. Unsere Kollegin hat sie übrigens erwischt. Ja, ja. Oh oh. Guck mal, einen illegalen Podcast hier. Der ist schon wieder unverwundbar, der Boy.
Oh, die Jungs haben da hinten den Outpost gekriegt. Ja, okay, dann können wir da jetzt auch hin und looten. Oder? Würde ich auch sagen. Alleine, ja, lass das mal, lass dir mal helfen gehen. Ja. Gute Idee. Vor allem ist da der Robo noch. Der Panzer. Oh. Strategems, die man nicht benutzt hat, bis jetzt zu rufen. Komm, ich hoffe, der Raketenwerfer bringt was. Gib ihm den Panzer! Wir haben ihn. Sehr schön. Ey, der muss halt wirklich in die Ego-Perspektive, um auf die richtig zu schießen. Zumindest mit der Waffe, wo ich hab. Ja, ich hab hier Verstärkung geholt bei mir. Jawohl. Weil ich neue Sachen brauche. Zumindest neues Magazin und sowas. Oh, gut. Es sind aber noch drei Stück drin. Jo! Der hat ja auch alles. Speerfeuer, Flammenwerfer, Raketen. Wollte nur ein Schildgenerator. Was ein bisschen fehlt, ist, dass man sich um die Ecke lehnen kann. Das wäre jetzt noch. Oh! Das Orbital ja. Das hätte ich früher gesehen. Außerhalb des. Also, wenn du halt First Person bist, sich lehnen können, das wäre noch cool. Das wäre lässig. Aber es gibt ja Third Person, deswegen. Ja, muss man First Person halt auch mal usen. Ich habe gerade immer fit überlegt. Oh, der hat eine Railgun geschmissen. Ich weiß nicht, ob die nicht sogar besser ist. Oh, unser unverwundbarer Freund hat uns eingeholt. Wo? Hier. Der fliegende Mensch hier, oder? Nein, der, Das ist unser Maskottchen. Wie nennen wir ihn? Jürgen? Günther? Ist der... Günther! Er ist direkt von dem Meteor getroffen worden. Lebt er noch? Nein. Ich habe ihm gerade einen Namen gegeben. Mann. Meteor-Schau. Ja, ich weiß, Meteor-Schau. Es hat Günther erwischt. Der arme Günther. Ach, Mann. Probier mal die Liberator Penetrator, die sieht ganz lässig aus. Boah, die neuen Sachen sind auch heftig. Gehen wir mal zum C4er. Ich glaube, der ist so ein Robo-Spezialist. Also im Gegensatz zu uns zumindest. Ja, first try Robos 9. Läuft bisher. Und mit dem neuen Patch. Ja. Finde ich ganz gut, sonst ohne neuer Patch wäre ich glaube ich mit der alten Ausrüstung teilweise rein. Ja, ich bin auch begeistert. Oh! Raygun it is. Okay. Du musst halt mega auf seine Deckung achten, das finde ich halt geil bei diesen beiden Robos. Ja, beim anderen musst du halt schön kiten können. Wenn du hier versuchst zu kiten, dann gute Nacht. Reloading. Was war denn jetzt eigentlich nochmal das Ding mit dem Unsafe Mode? Explodierte die Waffe random? Ich dachte, das wäre. Ich weiß nicht, ob random oder nur, wenn du sie übercharged. Okay. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Was machen wir hier? Ich weiß es nicht so genau. Ich habe noch nie eine Bug-Mission gemacht. Oh, eine Sam's. Oh, let's go. Ist die für uns? Ja. Das ist ein Raketensystem. Ja, aber für uns? Dann benutzbar? Ja. Das ist so. Ja, ja. Ich schätze mal. Sam's Side? Ja. Die guckt rum.
Die guckt rum. Nice. Ein Haken dran, ne? Ja, was? Let's go. Dann machen wir das große Ding da vorne auch noch weg. Ja, wenn die jetzt Stärkung wollen, holen wir die runter. Ja? So hoffe ich mal. Die Sam's hat noch nicht verstanden. Vielleicht hat die nur derjenige, der das freigeschalten hat. Maybe. Calling down a sentry! Oh oh. Irgendwas schießt hier auf mich. Ja, hinter uns sind sie wieder. Oh, mir geht's gerade hier gar nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Ich habe hier eventuell einen Gas-Strike fallen lassen. Ja. Eventuell gar nicht so gut für uns. Ja, der hat gerage-quittet deswegen. Wie kannst du auch nur? Ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich da weggeschossen werde. Oh, das Panzer! War der, das war Chromosomus Missingus. Nein! Ja, vielleicht genau deswegen, hä? Der rage-quit. Nice. Ich schicke jetzt einfach einen Orbital rein. Ja, den haben wir doch schon. Ja, vielleicht laufen wir ein bisschen. Ja. Vielleicht hat der andere ja Glück und wird nicht getroffen. Der andere ist sicher geragequittet, weil wir so viel sterben. Ich hole auf jeden Fall meine SOS-Barke, damit wir den vierten wieder kriegen. Ja, das wäre nicht schlecht. Das ist ein Dreischuss. Jetzt check ich's erst. Das kann die noch? Semi. Jetzt ist die Area erst secure. Aber warte, ich habe gesehen, wo der andere gestorben ist. Vielleicht kann ich seine Sachen einsammeln. Oh, der Panzer hat seinen eigenen Kollegen wegballert. Oh, der Panzer! Er will mich umrollen! Oh. Wo ist der Panzer bei dir? Direkt neben mir. Warte, ich kann mal... Oh, nee, Orbit, wir gehen noch nicht. Ich schau mal, ob ich den... Ja. Aua. Ich bin auf jeden Fall getroffen. Ich gehe hier raus. Einfach raus hier. Komm, rennen. Oh, wenn das kein Knochenbruch ist. Oh, der Schild ist wieder ab. Ich habe keine Stims mehr. Da kommt eine Patrouille. Ich glaube, mich gibt's gleich nicht mehr. Ja, mich gibt's nicht mehr. Ups! Dass den anderen actually dich holen, weil der beim Objective ist. Ja, passt. Ein Schildgenerator hätte ich echt gern gehabt. Wie ist der Laser? Ist der Laser, oder? Wenn du einen Schildgenerator willst, dann hole ich dich hier runter. Hier, es liegt einer rum. Bei dem Stein, wo du runterkommst. Dort. Nee, der andere hat mich geholt. Ich bin bei ihm. So. Nice. Hattest du viele Proben? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Alter, wie ich die Raketen an mir vorbeifliegen sehe. Ich lerne langsam diese Expandable Anti-Tank Raketenwerfer lieben. Actually gar nicht so bad. Die Liberator Penetrator ist aber echt nice.
hier, weil du hast guten Mid to Long Range, wenn du mal kurz stillstehst, um einzelne aus dem MG wegzusnipen. Du hast guten Support, wenn du sowas brauchst. Dropship. Sam, do it. Kann man die Türmen da auch kaputt machen? Schießen die auf einen? Die schießen wahrscheinlich auf einen. Also ich kann das Sam nicht benutzen. Vielleicht ist es auch nur so passiv oder generell einfach nur ein Objekt. Oder eine hohe, das actually die Schiffe vom Himmel. Ich glaube, das wird so ein passives, ich hohe Schiffe vom Himmel Ding sein. Also so kann ich mir, stell ich mir das vor, ja blöd, wenn wir das steuern müssen. Ich hätte erwartet, dass es so wie ein Strategem ist, dass du den halt runtercallen kannst, wie die Artillerie, aber auf der anderen Seite funktioniert halt ein Sam anders als eine Artillerie. Yo, I got no grenades left. Got four. Wir sind zu blöd! Oh! Oh, jetzt hat er die Granate in der Hand. Ja, jetzt haben wir auch keine Granaten mehr. Ja, das ist, glaube ich, die beste Option. Oh, Mann! Oh, wenn die keiner will, da kommt keiner ran, deswegen, okay. Doch, hier kommt einer ran. Hier, und die anderen kommen nicht mehr ran. Einfach weiter. Ist das nochmal rum? Oh, Meteorschauer schon wieder. Was ist denn der ich werde es nie vergessen, wie die Meteoren mir Günther genommen haben. Ja. Die Günther. Oh, vor mir! Oh! Er lernt ja kurz fliegen. Oh, shit. Oh, oh. Ah, das war knapp. Ah, schon geil, das Zeug, das hier reingekommen ist. Ja. Geil, der Patch. Ich heule ein bisschen wegen der Raygun immer noch. Minenfeld links vor uns. Ja, ja, also. Aber, also auf der. Ich war auch erst so, ist aber komisch mit den Nerfs, finde ich doof, aber. So mittlerweile jetzt noch ein, zwei Sessions spielen. Ja, ja, okay. Ja, ist voll okay. Man gewöhnt sich kurz um, aber ich habe jetzt auch keine längere Session gegen die Bugs gehabt. Gegen die Bugs war ich richtig aufgeschmissen jetzt nach dem Patch. Na, bei mir ging's sogar. Raker hat einen komischen Nerf gekriegt. Irgendwie... Ja. So richtig nerfmäßig war der jetzt auch. Die kommen. Die vorne runter, oder? Nee. Ich bin verbrannt. Die Stim war nicht schnell genug. Das habe ich zu spät realisiert. Ja, hallo. Was? Ins Minenfeld, du Arsch! Oh, sorry. Ah, nee, drüber, okay. Ja, schon mal mitbekommen, was passiert, wenn du zu lange außerhalb vom Spielfeld bist. Habe ich noch bisher noch nie gemacht. Dann fangen sie mit einer Barrage hinter dir herzuschießen an. Also, sie fangen an, hinter dir herzuschießen. Kannst dann noch dodgen, so gut es geht. Aber irgendwann erwischen sie dich. So lang ballern sie. Die hören nicht auf. Panzer! Oh oh. Kollegen hat's erwischt. Der Panzer fährt hier irgendwie genau auf mich zu. Ich hole mir mal ein bisschen Verstärkung von dem anderen.
Hier kommt jemand aus dem Eck gerollt. Das sind zwei, willst du mich verarschen? Der eine kommt links rum, der andere rechts rum. Die denken sich halt auch, out fucking plate. Requesting Sentry! Gib ihm Raketenwerfer! Liberty, save me! Oh ja, da hinten ist Action bei euch. Fuck. Der hat er nicht bekommen. Aber der eine brennt, der eine Panzer down. Ich bin aber auch down. Ich hab ja drüber geschossen. Ja, ja, wir sind beide tot, wir haben noch zwei Reinforcements, ne? Wenn du jetzt drauf gehst, dann weit warten, aber vielleicht ist das sogar die beste Option. Haben wir das Objective dann geschafft? Nee, ne? Ja. Doch, haben wir. Oh, das hab ich gar nicht mitbekommen. War das, habt ihr das gemacht oder war das durch das war deine Barrage hier, ja. Das ist zu stark, richtig geil. Ja, ich hab sogar noch Laser übrig. Fällt mir gerade auf. Ups. Upsi. Alter, du hast es direkt hier oben drauf gedroppt, geil. Alles geplant. Ganz sicher. Oh ja, Common Samples. Aber der Schild ist ein Muss gegen diese Bots. Mach sie Laser. Oh, er klettert aus was. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Kein Schaden, das reinzuschmeißen. Ah, ich habe halt den Laser verloren, den ich vom anderen genommen hatte. Oh, der Panzer ist hinüber. Ich glaube, meine Waffe ist sogar echt gut gegen die Robos, aber ich komme nicht so ganz drauf klar. Ich fand die Mission schon einiges angenehmer als die andere. Pelican 1 preparing to depart. Oh! Ich habe den leider nicht gefunden, aber Main Objective geschafft. Ich finde das doch mal. Wir haben diesmal gar nicht so. So knapp geschafft. Wir haben dem Hulk beide Arme abgeschossen und sind evakuiert, während er noch gelebt hat. Okay. Das nennt sich Disrespect. Disrespect. Alter, wir haben beide Großen weggemacht, ne? Geil. Und die Mikrowelle haben wir. Also die Mikrowelle, also ich weiß nicht, die Sam... Sam war das, glaube ich, sieht genau aus wie eine Mikrowelle. Ja, schon. Aber Frank kostet 15, Nice. Cool. Da sind nur noch eine Verteidigungsmission übrig. Ja. Ich würde die auch direkt starten. Jetzt gucken wir erstmal Stats an und heulen. Bin mal gespannt, wie viel Unfälle ich verursacht habe mit meinen Downcalls da. Ich glaube, das waren nämlich doch einige.
Ba. Alter, ich habe nur 60% Accuracy. Oh, fuck. Das ist richtig schlecht. Ich habe 45! Ich habe auch ein paar Long-Range-Sachen gemacht, also das ist schon verständlich. Aber ich bin einfach nicht meine Waffe klar gekommen. Also gar nicht auf die Waffe klar gekommen. Ich habe noch 413 Friendly Fire Schaden. Ja, gut, nur. Oh Gott.